Ich kann hier doch gar nicht fliehen. Da hinten ist eins. Können die hier irgendwie rüberkommen? So, schnell hin. Zähmen und wieder zurück. Jo, nee, das sind die zwar nicht, aber das sind drei von verschiedenen Farben. Also, so schlecht ist das nun auch nicht. So, das mache ich eben weg, damit die mir da reinfolgen. Ja, kommt. Fein. Kommt rein. Ja, du auch. Du darfst das. So, danke. Und zu. So, können die jetzt irgendwo hier abhauen? Hier können die raufspringen. Ne, das sollten die eigentlich nicht schaffen. So schlau sind die jetzt nicht. Hier vielleicht? Oh Mann, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, du passt dich jetzt mal mit dem. Mal sehen, was da für ein Kind bei rauskommt. Juhu! Den können wir ja noch schön färben. Auf jeden Fall geht's jetzt ab in die Haie. Nochmal eben schauen. Wo sind die hin? Hey, ich bin doch gerade nicht gestorben, dass die weg sind oder so. Moment, da muss ich jetzt mal eben kurz googeln. Naja, ich habe jetzt so nichts entdeckt, aber das kann doch eigentlich nicht sein, dass die einfach weg sind. Finde ich jetzt ein bisschen doof, aber okay. Gegen tun kann ich da jetzt eigentlich nichts, wenn es das auch nicht bei Google gibt. Ja, jetzt sind die da. Warte mal, vielleicht bringt der ein Relog was. So, let's play. So, mal schauen. Das hört sich nicht so danach an, dass da noch was da ist. An Schwein. Nö. Weg. Das ist ja komisch. Ja, dicht sind die Zäune. Ich hab eine Kuh gehört. Okay, das ist jetzt wichtiger als ein Schwein. Weil die geben einem eigentlich viel mehr an Nahrung als die Schweine. Und das ist das Coole an denen. Da oben auf dem Berg ist eine Kuh. Und da hinten sind Schweine und Kühe sind hier auch. Geil. So, cool, dann komm mal her. Ja, fall da mal rein. Danke. Jo, die hat sogar überlebt. So, du kommst auch mit, Schäfchen. Du kommst hier rein. So, perfekt. Okay, es ist jetzt zwar erst eine Kuh, aber wir finden noch mehrere. Ja, das weiß ich, dass wir noch mehrere finden. Ist da oben noch eine? Ich weiß es gar nicht, ob das eine ist. So, das mache ich hier auch mal eben. Okay, da wollte ich jetzt eigentlich nicht reinfallen. So, dann buddel ich mich hier mal eben hoch. So, und weg mit dem Dreck. Oh, nein, das wird nicht weg. Egal. Das ist sogar eine Kuh. Das ist ja cool. Komm her, Kuh. Oh, und ein Creeper. Ey, ich habe noch die Mod installiert, damit der... Jawohl! Funktioniert ja perfekt, dass der verbrennt mit der Mod. Ha, das ist ja geil. Der braucht zwar gerade irgendwie lange, aber... Oh, das ist ein böser Wolf. So, der Creeper ist verbrannt. Warte mal, kann ich den Wolf irgendwie zähmen oder so? Oder ist der durchgängig knurrig? Ja, ich hau schon ab, der ist nicht zähmbar. Das ist ein böser Wolf. Der hat bestimmt gerade Rotkäppchen versucht zu fressen und ist deswegen so deprimiert. Verständlich. So, du süße Kuh, dann komm mal mit. Onkel Papa hat da einen Freund für dich. Onkel Papa, wie sich das anhört, das geht doch eigentlich gar nicht. Onkel Martin hört sich besser an, oder Onkel Mutorial. Irgendwie sowas. Oh, stirb doch nicht. Okay, jetzt muss ich der Kuh, glaube ich, irgendwie einen leichteren Weg schaufeln. Weil sonst stirbt die und das ist ja nicht so ein Zweck der Sache. Ja, komm mal her. Papa hat da einiges für dich.
So, hier sind jetzt die Kühe drin, ne? Vielleicht überlebt die das ja. Ja, die hat sogar überlebt. Super. Ist die Ratte da jetzt reingefallen? Okay. Okay, dann muss ich das jetzt nochmal neu machen. Dann kommen jetzt halt hier die Kühe hin. Kühe. Und hier die Schweine. So, die Schweine hole ich mir jetzt auch von da hinten her. Dann kann ich ja eigentlich schon fast mit der Tierzucht beginnen. So, da ist schon mal ein Schwein. Komm her! Ja, bist ein feines Schwein, ne? Ja, du folgst Papa aufs Wort. Dann müssen wir nur noch deinen Bruder da oben dazu bringen, dass der uns folgt. Weil dann habt ihr ein schönes warmes Zuhause bei mir. Erstmal muss ich da ankommen. Ja. What the fuck? Was war das denn? Ist hier ein Skelett? Ja, hier ist hier ein Skelett, das gerade verbrennt. So, Schweinchen, komm mal mit. Ich habe hier was Feines für dich. Ja, oder mach's einfach so. Bring dich selbst um. Verdammt, spring da nicht! Nein! Oh. Oh nein, da ist ein Tiger. Scheiße, das ist ein Tiger. Fuck. Du darfst uns jetzt irgendwie nicht sehen, sonst sind wir dran. Ja, komm mal her hier. Kleiner. Komm. Ja, fein. Ja. Scheiße, jetzt habe ich auch noch meine Axt gedroppt. Verdammt, das darf nicht näher zu mir ran. Ich habe nur noch ein Leben. So. Habe ich hier noch irgendwas zu essen? Nein, scheiße. Okay, ich darf jetzt von nichts mehr angegriffen werden. Ich darf von nirgendwo reinfallen. Geschweige denn irgendeine Art von Tod über mich hergehen lassen. Jo, rein, komm. Rein. So, und du auch? Ja. Ja, komm. Ja, fein. Ja. Du sollst da reinfallen, du Dödel. Das ist so schnell wie ich, Alter. Lol. Jetzt kannst du herkommen. Ja, sehr gut. So, jetzt brauche ich aber auch dringend was zu essen. Da hinten ist ja noch ein Tiger, Alter. Wo kommt die denn her? Das ist ja nicht so fein. Hoppala. Ups, nee, droppen wollte ich das jetzt nicht. So, perfekt. So, die hier sind goldbraun, außer der da hinten. Das habe ich aber zu spät gepeilt. Den, ja, da kommt auch ordentlich was bei raus. Okay, dann kümmere ich mich jetzt mal um die Tiere und mache die so ein bisschen notgeil. Auch da ist ja. Kann das sein, dass das Schwein irgendwie ausgebüxt ist? Und warum ist da gerade die Ratte gestorben? Alter, lass mich durch! Okay, dann schubse ich dich halt da rein. Hoho. Ja, komm her. Hasen sind da auch drinne? Und eine Katze auch? Wo kommt die denn her, Alter? Oh, das ist hier ausgebüxt. Daran liegt das also. Oh ne, die fallen hier rein. Okay. So, jetzt zu euch, ihr beiden Süßen. Ihr könnt doch bestimmt eine andere Kuh machen, oder? Ja, fein. So. Danke dir. Oh, voll die Höhlenmusik wieder. Nein, 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 das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich, dass die Liebe machen. Genau. Ja. Und damit ich dann eins töten kann, aber es hat mir leider kein Fleisch gegeben. Okay, es gibt nur EP. Jo.
Ist das denn das Sauerkaninchen? Jo, immer her da mit deinen EP. So. Wieder hier ab ins Haus. Ich finde das lustig. Ich war eigentlich noch gar nicht so richtig in der Höhle. Oh, wir haben ja gebratenes Schweinefleisch. Und das sind schon über 20 Folgen rum. Ich frage mich, was ich in der Zeit alles so gemacht habe. Boah. Jo, jetzt haben wir wieder volles Fleisch. Ja, eigentlich könnte ich mich jetzt doch so langsam in eine Höhle begeben, oder? Wenn die da jetzt mir ganz viel Essen geben, dann sollte das gar nicht mehr so lange dauern eigentlich. Das ist cool. So, was packe ich da jetzt rein? Pack da meine Federn rein. Ich pack da mein Schwarzpulver rein. Mein Leder packe ich da rein. Pfeile, Schleimball, Ei, Big Cat Claw. Ja. Ja, und der Rest kommt dann hier rein, weil das sind ja massig viele Steine, die hierbei draufgegangen sind. Na, okay, eigentlich kann ich die ja brennen. Weil ich wollte sowieso irgendwie noch eine Bibliothek bauen. Kann ich das aus dem Stein... Na, okay, das kann ich auch aus dem Stein machen. Ich denke mal, dass Ziegelsteine da... Ziegelsteine, sage ich schon. Diese Steine, die man aus 4 Cleanstones machen kann, zu viel Aufwand bedeuten. So, das ist okay. Hier kommt dann die Erde rein. Ja, nee, die behalte ich noch. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, warum das Schwein davon abgehauen ist. Verdammt, das muss ich jetzt eben schnell machen. Ich glaube nämlich, dass das hier durch die Fenster durch ist. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie es das geschafft hat, aber ich glaube, dass es daran liegt. Deswegen mache ich das hier mal eben zu. Perfekt. So. Voilà. Meister hat gesprochen. So, darüber springen. Und Rinder in die gute Stube. Nee. Eigentlich nicht. Rinder in die gute Stube. Ich will jetzt hier nochmal eben das Glas hier reinpacken. Ich wollte gerade Kacken sagen. Das hätte ich dann aber natürlich nicht so gemeint. Ne, die 20 nehme ich mir mit. Und hier draus mache ich mir jetzt mal eben Sticks. Müssten 40 sein, jawohl. Und da kommen jetzt Fackeln raus. So, aus den Knochen mache ich jetzt noch eben Knochenmehl. Und lasse das einfach da, das ganze Weizen mal ein bisschen schneller wachsen. Damit ich auch was zu fressen kriege. Abenteurermagen ist ja ziemlich groß. So. Dicht, 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 dicht. Alles dicht machen hier. Das kommt auch dahin. So, und raus geht's. Dann kann ich jetzt nochmal die Tiere da, wenn die wieder bereit dazu sind, um mit ihren Partnern zu schlafen, zu mehrere zu züchten. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen doof, weil da noch diese kleinen Tiere sind. Also die Jungtiere von denen. So. Ich schau einfach mal. Das kann ich hier auch nochmal eben braten. Schwarze Wolle. Wow, Enderman. Hallo, Mr. Enderman. So.